Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir im Thorsten Rathoto beim Clan. Ihr seht das oben rechts. Spätzle mit Soße. Ja, es ist nicht an mir vorbeigegangen. Ihr habt es im Thumbnail so ein bisschen, denke ich mal, sehen können. Es ist natürlich nicht an mir vorbeigegangen. Manche haben bestimmt gedacht, da tickt der Toto nicht richtig, hat er es nicht gesehen, dass er jetzt schon seine 5000 Abonnenten überschritten hat. Ja, ich war mir sehr, sehr unsicher bei um die 4998 oder so, oder wo schon viele geschrieben haben, ja, ich bin der 5000. Abonnent. Ich habe das Ganze noch ein bisschen sacken lassen. Also ich habe mir gedacht, na, bei 5000 Abonnenten, da kann immer noch ein bisschen was schwanken hier bei YouTube. Das ist mal mehr, mal weniger, dann stimmen die Statistiken nicht. Und deswegen habe ich mir ganz besonders Zeit gelassen mit der Danksagung. Natürlich eigentlich nur an euch, denn ohne überhaupt eine Community wird ein YouTuber einfach nicht überleben. Das ist einfach mal so. Und deswegen nochmal herzlichen vielen, 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 vielen lieben Dank an die vielen Abonnenten, die immerhin über 5000 Mal diesen Kanal irgendwo auf Abonnieren geklickt haben. Ich hätte das auch nicht für möglich gehalten. Sicherlich gibt es da so ein paar kleinere Push-Phasen, die ich auch so ein bisschen durchleben durfte. Aber ich denke mal, durch die Tagesvideos bin ich einfach so ein bisschen am Ball geblieben. Denn ich bin ja auch kein anderer Clasher, als ihr seid. Ich bin kein Super-Bass-Bauer, ich bin kein Drei-Sterne-Honk, ich bin nicht der Überflieger hier. Also ich bin ja ein ganz normaler Clasher, wie ihr es auch seid, mit verschiedenen Rathausstufen. Auch das gibt es zuhauf. Also ich kenne etliche, die noch viel, viel mehr Accounts haben als ich, auch in den hohen Bereichen hier. Und von daher bin ich eigentlich ein ganz Normali, der euch einfach ein bisschen normales Clash-Leben eigentlich rüberbringt. Deswegen freut mich das, dass ich nach wie vor so ein bisschen, ja, ich bleibe einfach so ein bisschen am Ball. Es ist ja auch ein Hobby für mich, es ist ja kein Beruf, es ist ein Hobby. Und aber so ein bisschen so ist es auch so, wenn dem Hobby auch ein bisschen gezollt wird. Das heißt also, ich sehe, ja, meine Videos haben so ein paar Klicks und ich sehe, das Thema interessiert euch mehr, das Thema interessiert euch weniger, dann arbeite ich da natürlich auch dran. Das ist auch ein bisschen komisch, denn ich könnte mir natürlich sagen, naja, komm, Toto ist ein Hobby, da machst du immer deine Folge hier mit ein bisschen CK, mit ein bisschen Farm. Aber ich glaube, das ist es nicht ganz so. So ein bisschen verbissen oder ein bisschen Ehrgeiz steckt dann da schon hinter. Und ich glaube, ich hoffe, der Ehrgeiz kommt immer noch relativ authentisch für euch rüber. Ich versuche so normal zu bleiben, wie ich eigentlich auch bin. Ich denke, die mich schon mal im Livestream gesehen haben oder auch im RL kennengelernt haben, wissen, dass ich ein ganz, ganz normaler Mensch bin. Nichts anderes als ihr letztendlich auch seid. Und dementsprechend hoffe ich immer noch so ein bisschen auf Augenhöhe mit euch. Und die Augenhöhe möchte ich natürlich auch behalten, also nach wie vor, oder der Kanal wird ganz normal so weitergeführt, wie ich ihn jetzt eigentlich auch führe. Es wird sich großartig nichts verändern, außer die Dorfbesuchsfolge. Die sind ja jetzt schon ein bisschen weniger geworden und ich versuche immer wieder den einen oder anderen zu besuchen. Klappt nicht immer. Diese Folge wird jetzt halt mal ein bisschen CK-lastiger, denn ich habe einfach mal ein bisschen was, ja, nicht zu erzählen, aber es ist auch schwierig. Es gibt immer schwierige Zeiten mit mehr Zeit, mit weniger Zeit. Manchmal sogar auch mit gar keine Lust auf irgendwas zu machen, noch nicht mal großartig auf Clash of Clans, dann geht mir auch so ein bisschen die Puste auf, wo ich mir sage, oh Toto, jetzt hast du hier 3 Stunden geboostet wie so ein Irrer und hast eigentlich nichts wirklich zustande gekriegt. Und auch dann verhalte ich mich eigentlich wie ein ganz normaler Mensch, der sich da mal sagt, jetzt ist mal gut, jetzt ist mal Pause, und dann ist es das auch gewesen. Ja, den Hals noch hätte ein bisschen später werfen können. Da sind die wenigsten Hocks, glaube ich, geheilt worden. Da muss ich mal gerade so ansprechen zwischendurch. Und deswegen hoffe ich, dass ihr weiterhin an meinem Kanal beibleibt. Ich denke mal, nach wie vor der Kontakt auch mit euch, ich mag das einfach. Ihr merkt das auch, dass ich manchmal so 1-2 Tage später auf eure Kommentare reagiere. Das ist einfach so, dass ich sie natürlich lese. Ich lese sie immer sehr zeitnah, aber mir fällt natürlich nicht immer zeitnah eine ordentliche Antwort ein oder auch ein Smiley. Wenn, dann mache ich das immer so ein bisschen so am Block, ja, wo ich mir so sage, so Thorsten, jetzt mal eine Stunde Community.
Und dann mache ich das. Dann gehe ich in mein Dashboard rein, gucke in meine Community rein und sehe, was ihr vieles immer geschrieben habt auch. Wir haben diskutiert in der Zeit. Wir haben kleine Streitigkeiten manchmal beseitigt. Ich habe sicherlich auch immer den einen oder anderen auch mal verloren durch meine Bockigkeit, wo ich gesagt habe, nee, du kommst hier nicht in den Clan, weil ich habe ja gar keinen Clan. Aber ich denke mal, viele sehen darüber hinweg, sehen mich, glaube ich, ganz gern. Und ich mag das mit euch einfach auch. Denn das Ganze ist ja, das kommt ja nicht von irgendwo her. Mein Kanal ist ja irgendwann mal entstanden. Einfach nur mit Videos, ohne Kommentar, ohne Musik, ohne alles. Und das hat sich einfach so ein bisschen so entwickelt. Und wie es sich, glaube ich, entwickelt hat, das ist, ja, für mich ist das eine wahre Freude. Gar keine Frage. Jetzt mit tatsächlich 5000 Abonnenten, das ist, also für mich ist das Wahnsinn. Kann ich euch sagen, es sind ja jetzt schon ein bisschen mehr als 5000, sonst würde ich diese Folge nicht bringen. Aber ich habe ja auch versprochen, dass ich mit euch, mit der Community letztendlich auch ein bisschen was mache. Wir werden natürlich einen schönen Clankrieg spielen auf diese 5000 Abonnenten, sage ich mal. Also es wird kein Nacktclashen geben oder Truppen setzen mit Geschlechtszahlen oder sonst was. Also es wird, denke ich mal, ein schöner Clankrieg mit euch werden. Ich werde Livestream mit euch. Da könnt ihr ganz, ganz gewiss sein, dass ihr euch seht oder ich oder wir euch sehen. Keine Ahnung, wie das Ganze funktionieren wird. Und ich werde hoffentlich den einen oder anderen mit dazu bewegen, mich so ein bisschen zu begleiten durch dieses Event. Allerdings kann ich euch sagen, im Juli geht das sehr, sehr schwer. Denn ich habe jetzt gerade in der ersten Woche, ich habe eine fette Bereitschaft angenommen. Ich habe danach das Wochenende zwei Tage lang eine große Umstellung bei einer Firma. Und bin dort das ganze Wochenende gebunden, also auch, da fängt es vor allen Dingen erst abends an. Also eigentlich, wenn ich anfange zu streamen, fangen wir leider an zu arbeiten, muss man mal so sagen. Und das bringt so ein bisschen die mich kennen, leider mein Job auch mit. Deswegen wird es, ich denke mal, es wird eher Ende Juli, Anfang August, wenn wir uns dann zum Stream zusammensehen im Clan Herausforderer. Ich werde das aber ordentlich bekannt geben, wann wir das letztendlich machen. Und dann freue ich mich auf euch. Ich freue mich auf meine Freunde, die ich auch mit dem kleinen Toto schon habe. Ihr wisst, ich habe da so eine ganz kleine Friendslist. Ich hoffe, dass auch alle dabei sein werden, die ich hier so lieb gewonnen habe und die auch mich so ein bisschen lieb gewonnen haben. Und ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen angehypt von dem Event, denn ich habe eigentlich richtig Bock, das mit euch zu machen. Nur sind mir so ein bisschen die Hände gebunden. Da müsst ihr mir so ein bisschen nachsehen. Ich will das nicht übers Knie brechen. Das soll schon eine ganz anständige Sache sein, weil gerade mein Lieblingsgrieche streamt. Auch nochmal einen herzlichen Dank an die Ström-Community. Denn die hat mich so ein bisschen begleitet hier durch die ganze Streamerei, also durch das ganze, also vor allen Dingen durch das Streamgeschäft, nicht durch das Tagesvideogeschäft, das mache ich komplett selber. Aber gerade was das Stream angeht, mit Interfaces, mit irgendwelchen Masken, mit Sachen, die man da einbauen kann, es wirkt ja auch ein bisschen verspielt. Und ich weiß, ich bin ja schon ein bisschen älter, aber ich bin nach wie vor so ein bisschen Kind geblieben. Ich bin nach wie vor so ein bisschen verspielt geblieben. Und deswegen geht mein Dank vor allen Dingen in die Ecke, muss ich sagen. Denn wir haben eine gute Beziehung aufgebaut und haben sehr regen Kontakt auch über sämtliche Themen, Gaming, Leben, einfach nur Mensch sein. Und das finde ich richtig gut, auch wenn die Jungs alle so ein bisschen jünger sind als ich, sind wir hinterm PC doch immer noch einfach der Spieler. Also man sieht mich jetzt nicht als alten Knacker hier, der so ein bisschen Quake Champions mit den jungen Leuten spielt, sondern man sieht mich dann doch, glaube ich, als Spieler, der vielleicht doch noch den einen oder anderen Frack hier sogar hinkriegt. Und das finde ich nach wie vor sehr, 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 sehr nett. Und deswegen geht mein besonderer Dank dahin. Mein Dank geht natürlich auch an den Olli, an den Skylife COC, der, ich denke mal, so ein bisschen ist sein Push nicht ganz unverantwortlich für meinen kleinen Mini-Erfolg hier mit den 5000 Abonnenten. Wir haben schöne, schöne Events miteinander gemacht. Wir haben tolle Livestreams mit uns erlebt. Also wir haben sie teilweise zusammen gemacht. Und das hat uns vor allen Dingen gefreut, dass ihr immer dann so zahlreich dabei wart.
und immer rege mit am, was auch immer, am Diskutieren, weil oh, die Hawks müssen hier noch einmal durch die ganze Base, sehe ich gerade. Also ja, das ist auch eine kleine OP-Truppe hier, die Hawks auf Rathaus Level 12. Der Mastengo hat sich schon ganz regulär auf 8, also nicht mit dem Machttrank oder so. Und ist schon eine knackige Truppe hier, keine Frage. Sehen wir aber gleich, glaube ich, nochmal. Und weil das ist doch schon... Es ist schon sehenswert, was die hier teilweise hinlegen, auch in der Zeit. Also ihr habt das gerade gesehen, hier war noch Zeit massig ohne Ende, aber man konnte sehr, sehr gut die drei Helden rausnehmen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Den Schlüssel zum Erfolg, den findet auch der Swashy immer wieder. Also hier mit 22er Worten. Ah, da sieht man schon so ein bisschen, wer sein Fokus wohin liegt. Mit Machttrank hier nach wie vor auf so einem Maxed RH11er Base hier. Nach wie vor haben wir immer noch die Sache, dass wir keine 12er Bases hier haben, also reine oder überhaupt Bases, die jetzt eine starke Def haben, aber das ist auch ein 11er hier, aber ich meine, es ist immerhin 4 auf 4, dass der Swash dann schon 12er ist, das ist nun mal so. Und natürlich den Machttrank nehmen kann, aber jeder gibt hier auch immer sehr, sehr viel und ich finde, so einen Machttrank nehmen im CK, das ist auch schon, ich will nicht sagen kleines Opfer, aber man will es wirklich nutzen. Ich denke mal, gerade zu Clankriegsangriffen ist der richtig gut untergebracht, der Zauber und beziehungsweise dieser Trank. Und von daher ist das absolut zu Recht, dass hier dann die Sterne geholt werden für den Club hier, also für den Club Spätzle mit Soße. Ich finde den Namen immer noch sehr, sehr witzig. Aber auch hier, ich habe ja auch im Laufe des letzten Jahres zwei Clanwechsel mitgemacht. Also ich sage mal so Stammclanwechsel, nämlich einmal von den True Warriors zu Bad Taste und danach hier zu Spätzle mit Soße. Hier bin ich halt hängen geblieben, weil das Gefüge hier vor allen Dingen von den Menschen her sehr, sehr gut passt. Und aber ich mag die anderen beiden vorherigen Clans auch. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ja, ich meine, Bantu Warriors, da habe ich es tatsächlich am Ende nicht mehr wirklich gemocht. Aber es waren halt lange Stationen hier auf diesem Weg, auch zu den 5000 Abonnenten. Und dem Clan Bad Taste heule ich nichts nach, denn dort habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und das versuche ich auch nach wie vor umzusetzen. Da bin ich auch den Leuten sehr, sehr dankbar. Denn ich bin da auch nicht irgendwo in Streit, glaube ich, raus aus diesem Plan. So ein bisschen schon, so ein bisschen streitig bin ich ja immer. Sondern hatte natürlich ja so kleine Diskrepanzen. Das hat mir dann nicht gepasst. Und da das hier ein Spiel ist und ich eigentlich keine persönlichen Kontakte hier, sage ich mal, aufbaue oder Kontaktgeschichten aufbaue, habe ich mir gedacht, gehst du da mal raus, gehst du in den nächsten Clan oder ich war dann, glaube ich, ja ein paar Tage clanlos und habe dann ein bisschen gesucht nach dem passenden, habe dann diesen Clan hier eigentlich durch ein Event gefunden und bin hier einfach hängen geblieben und ich freue mich, dass ich auch immer noch hier bin. Ich kann hier auch jederzeit weg zu Events oder zu anderen Clans gerne mal ein CK mitspielen. Wir machen hier nicht Dauer, wir haben auch mal so ein bisschen Pause, so ein, zwei Tage und deswegen ist das hier, also wie gesagt, das für mich passt das Gefüge. Ich glaube für einige andere auch, denn sonst wäre dieser Clan auch nicht so super voll, denn wir sind in der Regel hier wirklich 50. Da braucht er auch nicht fragen, kann ich in einen Clan? Es ist nicht mein Clan und ich habe den einzigen Clan, den ich habe. Das ist der Clan Herausforderer, das ist mein Community-Clan. Den werde ich mit euch wieder befüllen und ja, jetzt habe ich mal echt viel erzählt. Also ich bin nicht sprachlos, aber ich kann mich nicht mehr bedanken, als ich mich bedanken kann bei euch, liebe, wie sagt man, Abonnenten oder Follower auch auf Twitch. Freut mich total, dass immer wieder ein paar auch auf Twitch zuschalten. Und das macht mich so ein bisschen, ja, es macht mich so ein kleines bisschen stolz auf die Arbeit, die ich an diesem privaten Bereich eigentlich hinlege. Und deswegen freut mich das ganz, ganz, ganz besonders, wenn wir natürlich ein paar Zuschauer immer aus beiden Reihen haben, also auch die Twitcher hier. Und hier sieht man mal richtig schön auf dem Vierer Rathaus hier noch die Hawk Rider. Kriegen jetzt aber schon einen netten Beschuss, das sieht man auch. Aber sie packen es trotzdem, der Bombenturm jetzt, der kann auch mal ein bisschen, der tat auch noch mal ein bisschen weh. Aber ihr habt das gesehen, ich habe euch das ja eben gesagt, die Hawk Rider.
Ich glaube, es ist eine kleine OP-Truppe hier. Das werden wir noch ein bisschen genauer analysieren im Laufe der nächsten Zeit. Aber ihr habt jetzt heute erstmal ein etwas längeres Video von mir gesehen. Richtig viel Gequatsche. Wir haben den Clankrieg auch, ich muss da auch richtig hinklicken, wir haben den Clankrieg auch gewonnen. 72, 68 und auch meine Wenigkeit. Ich habe jetzt keinen Angriff von mir gezeigt, denn ich mag das, wenn ich die Angriffe meiner Clan-Kollegen eher zeige als meine. Der Plaso hier ist jetzt nicht raus, weil er nicht so gut angegriffen hat, sondern er hat uns sehr, sehr geholfen. Vielen lieben Dank nochmal auch an den Andi, denn er ist im Clan Häger, da bin ich ja mit meinem RH10er und er hat einfach mal hier mitgespielt. Fand ich sehr, sehr gut, hat mitgeholfen und es hat auch geholfen, muss man dazu sagen. Da sind seine 63% 2 Sterne auf die Nummer 3. Also super gemacht hier. Bei mir im Dorf geht es auch richtig, richtig ab. Ihr seht, ich habe richtig Ressourcen, ich habe einen Bob frei und es arbeiten 3 Bobs an meinem Lagern. Auch hier bin ich super, super gut zufrieden, was das Farm im Moment angeht. Ich komme ganz gut nach, wenn ich denn dazu komme. Das heißt also, es gilt jetzt erstmal die 9 Millionen für das letzte Lager hier. Das müsste dieses hier eigentlich sein. Erstmal reinzufarmen. Das mache ich mir sofort fertig. Oh, da habe ich es verschoben. Das mache ich mir sofort fertig mit diesem Hammer hier, den ich hier auswählen werde. Aber ich werde, glaube ich, hier noch gleich wahrscheinlich 2-mal boosten. Also hier unten den ich gerade markiere. Ihr seht das hier, die Training Potion würde ich ganz gerne wieder 2-mal mitnehmen. Also ich werde noch 2-mal boosten. Was ich hier hinten dann nehme, ich denke mal, die Bilder Potion hier nehme ich sehr, sehr gerne. 30 Stunden sind das. Vielleicht kaufe ich mir auch noch eine. Ihr seht, ich bin unter 10k Gems gerutscht. Ja, das liegt einfach daran. Ich bin der Erste im Clan, der hier jetzt die Werkstatt auf Level 2 hat. Das heißt, ich kann 4 Maschinen vorhalten. Ich sage nur eins, das sind 400.000 Gold, die ich verballer, wenn ich 4 Maschinen hier spende. Und es sind 20, 40, 60, 80 Minuten, um sie nachzubauen. Also echt, echt heftig. Ich hoffe, Supercell bessert doch noch ein bisschen preismäßig nach. Es gibt ja nach wie vor für eine Maschine, es gibt, wenn ich sie normal spende, nur einen Gem. Und nach dem großen Event muss man ja sagen, oh, hier muss ich jetzt mal gerade einen Max Golem geben. Nach dem großen Event ist es ja so, wenn ich jetzt die Maschine hier verschwende, dann kriege ich nur einen EP. Einen EP. Würde ich sie aber jetzt per Donate, das heißt also mit Juwelen, verspenden, dann kostet mich dieses Ding 30 Juwelen und ich kriege einen EP. Das kann immer noch nicht sein. Ich werde da jetzt mal an Supercell schreiben, halt, nein, kein Luftschiff. Ich will Maschine bauen. Ich werde da mal ein Supercell schreiben, da müssen die so ein bisschen, ein kleines bisschen nachbessern. Ich denke mal, ich sage euch mal so eine Rangordnung, 50 gespendete EP pro Luftschiff oder pro Mauervernichter wären, glaube ich, für so einen 12er hier gerecht. Und ich will jetzt auf jeden Fall farmen. Ich muss so ein bisschen reinhauen. Ich wollte euch einfach nur mal mein Tribut an euch zollen. Also ich habe jetzt beide Daumen nach oben da. Ihr seht das nicht in der Kamera, weil ich sie nicht anhabe. Aber ich werde sie natürlich wieder anmachen. Und alles nur für euch. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Bleibt an meinem Kanal dran. Bis dahin, euer Toto. Hashtag.